Aber weiter geht's heute mit Drive Club und der Hypercar Master Series. Let's go! Und ihr wisst ja, was ich für ein Auto nehme natürlich. Den pick ich mir natürlich wieder raus. Der ist gut. Erreicht eine Platzierung unter 5. 2,37,5 ist die erste Zeit. Kriegen wir schon immer hin. So noch gewonnen. Habe ich gewonnen? Ja! Ich bin eine Sekunde, ich hab den nochmal weggeblockt in den Königsteil. Oh, da war das knapp, aber wir haben es geschafft, ey. Jo, wir haben es geschafft, wir haben es gerade. Ich weiß, ich spiele auch manchmal ein bisschen unfair. Ich weiß, dass wir damals das Problem hatten mit dem Porsche, der uns so ein bisschen reingedrückt hat, aber der will jetzt nicht. So, nächste Rennen. Zweite Rennen von drei. Wir haben schon mal 15 Punkte auf dem Konto, das war jetzt ganz geil reinzukommen. So, das ist geil. Ich bin schon wieder mal raus. 190 Stückkilometer haben angebracht. Das ist ja schon weiter paar Sachen, aber irgendwann muss da warten. Wieder die ganze Inflation, die brauchen wir. Du kleiner Mitarbeiter. Ich hab gerade einen Tipp gewusst. Der ist genau vor dem Ding. Hast du mir erzählt, dass du das mir ja verzeihst? Sind wir nämlich 10er nur noch? Jo! Okay, ja. Ah, Mann! Der hat ja keine Zeit mehr, aber kurz das... Ich komme da drin, ich höre die Krieg. Aber wir haben hier schon die Geschwindigkeit für den Fall. Die Runde ist wirklich, wenn man total wild weg ist, dann wird es weggedrückt.
Wir gehen jetzt gleich in die zweite Runde und jetzt da, oder? Ah, das ist doch scheiße, du Arsch, ey! Du hast keine Chance zu machen! Du kommst nicht dabei! Du musst unbedingt vorbeigehen! Okay, bist du mit dem Sitz rausgewesen, oder? Du musst hier der Letzte sein! Dann eben, okay, dann müssen wir es halt nicht. Du kriegst mich jedes Mal! Ich hab deswegen nur Letzter, weil du mich jedes Mal rein mitfrisst. Wenn du wegfrisst, dann in den Stein reinhauen. Ich komm immer wieder ran an die Jungs. Also, ich immer wieder das gleiche Problem, dass der nächste Fall der Platz nicht mehr ausgeschaut ist. Das war's doch. Wenn ich mich nicht erwecken hätte, hätte ich das locker gewonnen. Vielleicht reicht es ja immer, das Turnier zu gewinnen. Das war lucky, Mann! Ich bin ja dritter geworden im letzten Moment. Boah, Alter! Du hast uns so weggebrezelt von regelmäßig und kriegst trotzdem auf die Reihe, oder das Ding zu gewinnen. Also, ich weiß nicht, wie alle haben es geschafft. So. Ja. Aufgabe gelöst. Entschuldigung. So. Gut. Naja. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und dann hoffentlich ein bisschen erfolgreicher.